Thomas? Raus aus den Federn. Wie heißen Sie? Thomas Franklin. Sie sind verhaftet, Thomas Franklin. Ist das das Boot, das Ihnen gestohlen wurde, Mr. Swinton? Ja. Kennen Sie den Jungen? Nein, aber er wird mich kennenlernen. Marie! Hallo, Sarah. Schön, dass du schon da bist. Morgen. Und? Gefällt's dir? Wow. Schön. Der ist so gut wie verkauft. Kann ich schon irgendwas mitnehmen? Den Spiegel, die Kommode, den Sessel, ja, der Stuhl muss noch trocknen. Willst du einen Tee? Klar. Wo ist Thomas? Keine Ahnung. Kommt und geht, wann er will. Weiß nicht, was schon wieder mit ihm los ist. Das lässt du ihm durchgehen? Je mehr ich rede, desto weniger kriege ich aus ihm raus. Vielleicht ist er nur so angespannt wegen des Stipendiums. Hat die Uni sich schon gemeldet? Ta-ta-ta-ta. Drück uns die Daumen. Es wäre wirklich ein Geschenk des Himmels. Scony. Sie stehen auf der falschen Seite! Das hört ein Mann mit Grundsätzen immer wieder. Von der Hecke. Auf der falschen Seite der Hecke. Das ist mir bewusst. Aber ich mach das eben. Ich erledige das schnell für Sie. Marie. Ich sag Ihnen mal was. Ich gehe bald in Pension. Und wissen Sie, ich habe mein ganzes Geld da in mein Haus gesteckt, ein Leben lang. Und heute ist es kaum was wert, weil es neben Ihrem Haus steht. Und weil Sie Ihr Haus und Grundstück verkommen lassen. Und das hört jetzt auf. Oh, das hört sich an wie eine Kriegserklärung. Ja, vielleicht ist es auch eine. Ja? Ja, ich bin die Mutter, ja? Bootsdiebstahl? Verhaftet? Ja, ich komme. Was ist denn los? Es ist was passiert. Mrs. Franklin. Ah, hallo, Mrs. Franklin. Hallo. Jeffrey Moses, ich bin der Pflichtverteidiger Ihres Sohnes Thomas. Ich möchte mit meinem Sohn sprechen. Oh, aber Thomas möchte leider nicht mit Ihnen sprechen. Tut mir leid. Wie bitte? Ich will meinen Sohn sehen. Thomas! Los, weitergehen. Thomas! Sie können hier nicht durch. Nach rechts. Er ist kein Krimineller. Was hat er denn getan? Ich meine, was passiert denn jetzt? Morgen ist der Haftprüfungstermin. Ihr Sohn bleibt also mindestens bis dahin im Jugendarrest. Ich will genau wissen, was passiert ist. Ich würde sagen, Koma saufen in einer maritimen Variante, wenn Sie wissen, was ich meine. Setzen Sie sich. Ja, Thomas und einige andere Jugendliche stahlen ein Fischerboot und feierten dort die ganze Nacht. Die anderen machten sich morgens aus dem Staub. Er verpasste leider diese Chance. Ein Boot stehlen? Das passt nicht zu Thomas, das ist nicht seine Art. Wer waren die anderen? Zum Glück ist nichts passiert, oder? Lesen Sie das. Diebstahl? Führen eines Seefahrzeugs ohne Berechtigung? Gefährlicher Eingriff in den Schiffsverkehr? 2 Jahre Gefängnis. Nur eins, wenn er Glück hat. Das ist alles ein Albtraum. Ist denn Schaden entstanden?
Ich meine, der Eigentümer des Bootes, dieser Mr. Swinton, der könnte die Anzeige doch zurückziehen. Ich glaube, Sie kennen Mr. Swinton nicht. Ja, es ist Kuni hier. Ich brauche bitte mal eine Vorgangsnummer. Aber viele Informationen habe ich leider nicht. Thomas Franklin, 17 Jahre alt, Bootsdiebstahl, Jugendarrest. Ja, heute Morgen. Gut, ich warte. Danke. Dass sie es bis zur Endausscheidung geschafft haben. Wir freuen uns auf das abschließende Gespräch am 6. Juni. Schon in 3 Tagen. Nicht erscheinen, unentschuldigtes Fehlen führen laut Statuten der Universität zum Ausschluss aus dem Bewerbungsverfahren. Das darf doch nicht wahr sein. Swinton. Also, Mr. Swinton, welcher Kahn ist es? Kahn? Sie haben viele Boote. 7 Fischereifangschiffe, keine Boote. Dann macht es ja nichts, wenn eines dieser Fischereifangdinger mal kurz ausfällt, oder? Der Unterschied liegt bei 5000 Pfund Dorsch am Tag. Das verkraften Sie doch. Ich meine 7 Boote, Mr. Swinton. Es ist einfach so. Wenn kein Schaden entstanden ist, wäre die Sache vor Gericht schnell... Es ist aber Schaden entstanden. Das Boot kommt aus dem Wasser, Fisch bleibt drin. Das verstehe ich, ja, aber... Noch die Reparaturkosten, da kommt ganz schön was zusammen. Danke. Und ich bin stinksauer. Aber es geht darum, dass mein Junge nicht verurteilt wird. Mr. Swinton, bitte. Thomas hat die Chance auf ein Stipendium an der University of New York. Ich habe auch nicht studiert und ich lebe noch sogar ganz gut. Offensichtlich nicht, wenn Sie es nötig haben, uns wegen so ein bisschen Fisch vor Gericht zu zerren. Hören Sie, ich bin bestohlen worden, ja? Ich habe den Schaden. Und jetzt soll ich plötzlich Rücksicht nehmen? Falsche Adresse. Haben Sie sich in Ihrer Jugend nie was geleistet? Ich habe noch nie ein Schiff geklaut und geschrottet. Und wenn, dann hätte ich dafür gerade gestanden. Stattdessen kreuzt Mutti hier auf und wird es schon richten. Vielleicht ist genau das das Problem. Aber Sozialkritik. Ihnen wurde auch nie was geschenkt. So ja, etwa. Wenn Sie so wollen. Thomas sitzt im Gefängnis. Er kann nicht für sich sprechen. Ach, Ihr Thomas, der hat auch vorher nicht viel geredet. Ich habe ihn kennengelernt, Ihren Thomas, bei seiner Festnahme. Verstehe. Nein, das verstehen Sie nicht, Mrs. Franklin. Ihr Sohn hatte seine Chance gehabt. Was denn für eine Chance? Hätte er mir zum Beispiel angeboten, den Schaden wieder gut zu machen, indem er bei mir an Bord anheuert, dann wäre das was anderes. Das ist doch eine tolle Idee. Ja, meine Idee, nicht seine. Es hat sich erledigt. Vergessen Sie es. Und Sie lassen mich jetzt einfach hier so stehen? Ja, das tut mir wirklich leid, aber ich habe noch zu tun. Sie sicher auch. Müssen Sie Ihrem Söhnchen nicht die Windeln wechseln? Ich brauche nur die Quoten von heute Morgen. Wir sind schon an Bord der Swinton 3. Wer ist denn das? Keine Ahnung. Sie müssen sich jetzt setzen, Mrs. Franklin. Thomas! Bitte. Erheben Sie sich für den ehrenwerten Vorsitzenden Richter Scone. Das darf doch nicht wahr sein. Das Verfahren ist hiermit eröffnet. Bitte setzen Sie sich. Ich schlage vor, wir machen es nicht aufregender, als es tatsächlich ist. In dem Fall Thomas Franklin
Bekennt sich jemand dann schuldig oder nicht schuldig? Euer Ehren, der Angeklagte bekennt sich... Befangenheitsantrag. Er ist unser Nachbar, der Richter. Mrs. Franklin, bitte. Setzen Sie sich bitte, Mrs. Franklin. $10,000 Kaution. Das ist doch der Beweis. $10,000. Der will uns vernichten. Mein Nachbar will es uns heimzahlen. Das ist die geringste Kautionssumme, von der ich je gehört habe, Mrs. Franklin. Glauben Sie mir. Bitte überlegen Sie sich die Sache mit der Befangenheit ganz genau. Ich wollte Thomas erzählen, dass er ein Gespräch bei der Uni hat. Übermorgen. Wenn er das verpasst, wird er sein Stipendium verlieren. Können Sie das Geld für die Kaution denn bereitstellen? Dann sollten Sie ihm morgen eine Zahnbürste und Unterwäsche vorbeibringen. Mist. Ausgerechnet jetzt, mitten in der Saison, wo wir jedes Boot brauchen. Das Ruderblatt ist hin. Muss irgendwo gegengekommen sein. Sag einem der Jungs, dass das in Ordnung gebracht werden muss. Ich kümmere mich da selbst drum. Nee, das lass mal lieber. Wieso? Ich kann das. Ich weiß schon, was ich da tue. Okay. Das Ruderblatt, das werden wir reparieren können. Ich befürchte allerdings, dass die Rippleitung und ein Teil der Umkehrrollen auch ihren Geist abgegeben haben. Auch das Ruder Koker und das Ruder Lager Daniel, könnten was bitte. Abbekommen haben. Luis, das neulich mit uns beiden, das war ein Fehler. Lass uns einfach zusammenarbeiten, wie vorher. Hm? Du im Büro, ich auf dem Wasser, okay? Okay. Schön. Aber das heißt ja nicht, dass wir beide uns nicht ab und zu treffen können, oder? Hoffentlich kriegen die das wieder hin. Hängst du jetzt auf einmal an dem alten Ding, oder was? Mit der Swinton 1, da hat alles angefangen. Das war mein erstes Schiff. Damit habe ich hier alles aufgebaut. Die werde ich niemals aufgeben. Also, wenn ich mich recht erinnere, dann hast du dir mal gewünscht, das Boot würde endlich absaufen. Ja, man sagt und tut manchmal Dinge, die man nicht so meint. Tut man das? Ja, ich ja. Du nicht? Da siehst du, wie unterschiedlich wir ticken. Scheiße.
irgendwer. Irgendwelche Regeln. Gib mir Bescheid, wenn du sonst noch was brauchst, ja? Ich brauche deine Hilfe nicht. Thomas, du sitzt im Gefängnis, du wurdest verprügelt. Du machst meine Post auf? Ja. Ja, da draußen ist dein Leben, Thomas. Und du wirfst es gerade weg. Ich brauche deine Unterschrift. Du verpasst das Gespräch in der Uni. Was ist das? Eine Entschuldigung. Ich sage, du bist krank. So lange, bis ich das mit der Kaution geregelt kriege. Tu's für dich. Das ist das Einzige, worum ich dich bitte. Wenn du nicht willst, komme ich nicht wieder hierher. Die Besuchszeit ist vorbei. Thomas. Was ist das? Wir haben kein gemeinsames Foto von uns. Und warum nicht, Mom? Ich hol dich hier raus. Komm. Dann wird alles wie früher. Wie früher. Das ist ein guter Witz, Mom. $10.000? Ich habe wirklich Angst um meinen Jungen. Beleih das Haus. Ich soll zur Bank gehen. Du hast Hypotheken drauf? Bis unter das Dach. Wenn die Bank mitbekommt, dass ich weiter Schulden mache, geht das Haus in die Versteigerung. Sarah, ich brauche einen Vorschuss. Einen ziemlich großen Vorschuss. Ich arbeite auch länger und günstiger, wenn das hilft. Marie, das ist sehr viel Geld für mich. Für die Firma, verstehst du? Und? Was sagen Sie? Das gehört in ein Museum. Die ist ja nicht mal digital. Das ist ein Klassiker. Es ist wirklich sehr wichtig. Wie viel? Haben Sie nicht was anderes? Fernseher gehen gut. Wenn Sie einigermaßen neu sind, können Sie $500-600 dafür bekommen. Ich brauche 10.000. Ein guter Witz. Hey, Ihre Kamera! Sie sagen doch selbst, sie ist nichts wert. Und sie fragt dich? Genau das ist das Problem deiner scheiß Idee, deiner Fürsorge. Ich bin jetzt ihre Freundin, natürlich fragt sie mich. Wir hätten das alles niemals anfangen dürfen. Sie ist meine Schwägerin, Sarah. Unsere Familie. Aber wir sind inzwischen auch fast pleite. Diese verdammte Malerei sollte sich selbst tragen. Hast du das schon vergessen? Thank you.
nicht erwartet, dass wir unser Treffen wiederholen müssen. Hören Sie, ich repariere das. Ah ja? Wie wollen Sie das anstellen? Haben Sie irgendwelche Qualifikationen? Ich arbeite mit einer professionellen Tischlerei zusammen. Ich kann gut mit Holz. Außerdem bin ich Malerin. Malerin? Echt? Das ist Ihr Beruf? Wieso denn nicht? Also malen, das ist wie Rollschuhlaufen. Rollschuhlaufen, ist das ein Beruf? Sie müssen Ihre Anzeige zurückziehen, Mr. Swinton, bitte. Ich kriege meinen Jungen sonst nicht aus dem Gefängnis raus. Ja, vielleicht gehört er ja dahin. Ich repariere und mein Sohn heuert an. Thomas geht mit an Bord. Solange bis der Kahn, Bootschiff, also bis es fertig ist, ist Thomas Ihr Mann. Das hatten wir doch alles schon mal. Denken Sie an Ihr Geschäft? Von Ihrer Sturheit haben Sie nichts, oder? Was bringt Ihnen eine Anzeige? Gar nichts. Aber alternativ? Eine kostenlose Reparatur und einen kostenlosen Mann an Bord. Sie müssen eh für den Schaden aufkommen, gnädigste. Thomas hat kein Geld. Ich bin pleite. Sie gehen leer aus. Oh, Mutter Teresas neue Taktik. Wir lernen dazu. Sie müssen ja wirklich sehr verzweifelt sein. Ja, Mr. Swinton. Das bin ich. Ziehen Sie die Anzeige zurück und Sie haben was davon. Okay. Sie reparieren das Schiff. Ihr Junge kommt an Bord. Sie ziehen die Anzeige zurück. Sie tun es? Sie tun es sofort? Ja. Die soll das Ding reparieren. Ist das dein Ernst? Ob das dein Ernst ist? Ja, und du hilfst ihr dabei. Zeig ihr, wo das Werkzeug ist. Mrs. Franklin, Louise, Louise, Mrs. Franklin. Danke. Oh. Das ist nur ein Geschäft, mehr nicht. Klar, verstehe. Scully? Was wollen Sie hier in meinem Haus? Im Gericht sagte man mir, dass Sie hier zu finden sind. Passt es Ihnen gerade? Nein. Entschuldigen Sie, die Tür war nur angelehnt und da dachte Was ich... Was wollen Sie denn, Mr. Swinton? Sie kennen meinen Namen? Ja, jeder hier kennt doch Ihren Namen. Vom Hafen, wegen der Schiffe nehme ich an. Möglich, ja. Aber ich kenne Sie zudem aus alten Prozessakten. Wir beide haben nämlich relativ gleichzeitig unser Rechtssystem studiert. Ich theoretisch und Sie praktisch, wenn man so will, oder? Ist das so, ja? Also, ich komme wegen der Strafanzeige, mein Boot, wissen Sie? Na ja, Thomas Franklin von nebenan, ja, ist mein Fall. Von nebenan? Hm? Ich ziehe die Anzeige zurück. Die Sache hat sich erledigt. Da ich zweifellos unser Recht an der Uni besser studiert habe als Sie hinter Gittern, möchte ich anmerken, dass damit gar nichts erledigt ist, Mr. Swinton. Ach, kommen Sie, machen wir es da nicht so kompliziert. Ich sage einfach, es ist kein Schaden entstanden, ne? Und ich sage Ihnen, das Recht ist keine Menükarte, auf der man bestellen oder stornieren kann, je nach Geschmack. Als wären Rechtsbrüche Süßspeisen der Saison. Süßspeisen der Saison? Hier geht es um Offizialdelikte, um Straftaten. Ihre Anzeige spielt überhaupt keine Rolle mehr. Die Sache läuft, die Behörde ermittelt, Punkt. Tja, da kann man wohl nichts machen. Wann ist der Prozess? In 2 Wochen. So, ja. Eindeutige Anklagen sind immer sehr schnell vor Gericht. Okay. Wenn Sie dem Jungen allerdings helfen wollen, dann sagen Sie aus in dem Prozess. Denn einen Prozess wird es geben. Ich überleg's mir. Noch was, Mr. Swinton. Warum stehlen Unbekannte einen alten Kahn? Ein total wertloses Schiff. Was wollen Sie damit sagen? Niemand hat doch was davon, wenn so ein Schiff abhanden kommt. Nur der Eigentümer. Denn der ist ja versichert, oder?
Der Junge bleibt also in Haft? Vorerst ja, so will es das Gesetz. An das wir uns alle halten wollen, Mr. Swinton. Oder? Ja, Scooney hier. Ich habe wieder meine Aktenanforderung. Ja, so ähnlich. Name Swinton. Daniel. Er ist aber schon eine ganze Zeit her. Gut, danke. Gar nicht so schlimm aus, oder? Meinen Sie den Schaden oder das alberne Schauspiel mit dem Zollstock? Ist das eigentlich anstrengend oder fließen die Gemeinheiten einfach so aus Ihnen raus? Sagen wir mal so, bei manchen Leuten, da fällt es mir nicht sonderlich schwer. Das würde zumindest erklären, warum Sie hier in der Gegend nicht besonders beliebt sind. Ist das so? Ja. Sie können übrigens aufhören. Unser Deal ist geplatzt. Das machen Sie nicht. Doch, ich war gerade beim Richter. Ihr Junge bleibt im Gefängnis, auch ohne meine Anzeige. Es wird zum Prozess kommen, so oder so. Er hätte vielleicht an Bord ein bisschen weniger trinken sollen, dann wäre er mit den anderen im Schlauchboot an Land. Ja, das ist eine Lehre fürs Leben. Den letzten weisen die Hunde. Thomas wurde am ersten Tag im Gefängnis verprügelt. Mein Sohn gehört da nicht hin. Sie sind wirklich ein Idiot. Sobald Thomas wieder gesund ist, wird er sich bei Ihnen melden, Professor, ganz sicher. Das persönliche Gespräch mit Thomas ist ausschlaggebend für den Entscheidungsprozess, Mrs. Franklin. Aber mein Sohn hat eine Chance. Thomas ist einer der Spitzenkandidaten. Das Gespräch mit dem Gremium bedeutet alles oder nichts. Wir vermissen aber leider noch das polizeiliche Führungszeugnis. Wir reichen das nach. Aha. Hat Thomas Ihnen das gegeben? Ja, das ist Usus. Sie und Ihr Mann sind als Zuhörer herzlich willkommen bei dem Gespräch. Ja, vielen Dank. Das ist schön. Ich werde jetzt... Danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Polizeiliches Führungszeugnis. Mensch, Thomas. Was wollen Sie denn hier? Was soll das hier sein? Ein Zeitreise-Experiment? Also wenn ich mir überlege, dass Sie gerade an meinem Boot rummachen? Unsere Vereinbarung ist geplatzt. Ich muss mir Ihre Gemeinheiten also nicht länger anhören. Marie? Ich muss mit dir reden. Machen Sie. Schnell. Marie! Machen Sie schon! Bleib doch stehen! Halt Sie los! Fahren Sie. Ja, ich fahre. Marie!
richtig angsteinflößend. Ich tippe auf Ex-Mann, Gerichtsvollzieher, Gläubiger. Was macht denn Ihre Familie sonst noch so, außer Schiffe versenken? Bitte, kein Wort mehr davon, ja? Also, ich muss schon sagen, mit Ihnen wird's wirklich nicht langweilig. Tut mir leid wegen vorhin, aber ich denke die ganze Zeit, warum machen die das? Warum verprügeln die Thomas? Das ist eine Art Begrüßung und ein Einordnen in der Hierarchie. Ja, ja, hinter Gittern, das ist eine ganz andere Welt. Woher wissen Sie das? Wissen viele. Das ist die Realität jenseits der unbeschwert bunten Möbelmalerei. Immer wenn man versucht, es sie ein bisschen zu mögen. Sie haben ein Problem mit Menschen, Mr. Swinton. Oh, das aus Ihrem Mund nach der rasanten Flucht eben? Also am ersten Tag schon verprügelt? Kein gutes Zeichen. Sie sollten zusehen, dass Ihr Junge so schnell wie möglich da rauskommt. Das kann ich nicht. Ich habe diese 10.000 Dollar nicht. Thomas wird verurteilt werden. Er wird sein Stipendium verlieren. Alles fällt auseinander. Alles wegen dieser bescheuerten Bootstour. Was machen Sie da? Zehntausend. Das ist für die Kaution. Das Geld ist ja nicht weg. Erwarten Sie jetzt, dass ich mich bei Ihnen bedanke? Das wäre jetzt meine erste Vermutung. Sie wissen genau, dass ich das annehmen muss. Sie bringen mich mit Vergnügen in eine weitere Abhängigkeit. Aber trotzdem danke. Irgendwie. Na, nur irgendwie. Wie gesagt, mit Ihnen wird es nicht langweilig. Kommen Sie, ich fahre Sie nach Hause. Warum tun Sie das? Weil Sie zu Fuß mindestens 3 Tage brauchen würden. Nein, ich meine ich... Hören Sie, ich bekomme eine kostenlose Reparatur und einen kostenlosen Mann an Bord. Mitten in der Saison, oder? Darf ich Sie jetzt nach Hause fahren? So sieht also Maries einzige Chance aus. Daniel Swinton. Ja, ja. Aber Marie mag sie. Ist Ihnen das klar? Das wäre mir neu. Und wissen Sie, warum? Nein. Sie wissen nichts von Ihrer Vergangenheit. Und das ist gut so. Und wenn sie Ihnen vertraut, dann versauen Sie es nicht. Wie all die anderen. Also, Sie reden wirres Zeug schon wieder. Wenn Sie nichts dagegen haben, euer Ehren, würde ich jetzt fahren, ja? Hinten in dieser Straße hier alle bescheuert? Versauen Sie es nicht wie alle anderen. Was denn? Ja? Louise? Hi, Daniel. Tu mir den Gefallen und schau nach, wer diese Marie Franklin ist. Was man so redet, was über sie bekannt ist, ja? Ja, klar. Das kann ich dann gerne machen, bei Gelegenheit. Bis morgen. Danke. Sag mal, soll ich später noch vorbeikommen? Heute ist ganz schlecht. Schade. Wir sehen uns ja morgen. Okay, bis morgen, ja? Frauen. Eine Künstlerin. Aha. Ja? Ja. Aber warum denn nicht jetzt sofort? Ich habe einen Barscheck über die 10.000 Dollar. Können Sie keine Ausnahme machen, Mr. Moses? Wann morgen früh? Wann macht ein Gefängnis denn auf? Ja. In Ordnung. Danke.
Hallo? Daniel Swinton. Weißt du was, mir ist das zu doof. Du willst nicht reden? Dann eben nicht. Hör zu. Du wirst jetzt arbeiten. Du gehst an Bord. Das war Mr. Swintons Bedingung für die Kaution. Er hat dir das Geld geliehen? Nein, dir hat er das Geld geliehen, Thomas. Verstehst du das? Du wirst dafür arbeiten. Ich habe übrigens einen Termin an der Uni gemacht. Da gehst du hin, ja? Das ist nicht der Weg nach Hause. Welchen Teil von du wirst dafür arbeiten, hast du nicht verstanden? Die Schadstellen entfernen, war ja alles morsch. Meine Freundin hat mir das Holz auf Maß geschnitten. Das war viel Arbeit, verdammt nochmal. Vielleicht steht ihr so beim nächsten Mal ja ein gut erhaltenes Schiff. Ah, verstehe. Der herablassende Ton ist Firmenpolitik, nicht nur Chefsache. Apropos Chef, der Chef ist mittags wieder da und fährt dann um 2 nochmal raus. Mein Sohn Thomas. Er hätte früher hier sein müssen, die Boote sind längst alle raus. Das hier ist ja keine Künstlerkolonie. Wie lange kennen Sie Mr. Swinton schon, Louise? 5 Jahre? Lassen Sie uns das doch klarstellen. Mr. Swinton gehört ganz Ihnen. Ich will mich hier nirgendwo einmischen. Ach ja? Ich mache die Buchhaltung für Daniel und ich weiß von einer Ausgabe in Höhe von $10,000. Auf Ihren Namen. Deswegen boykottieren Sie mich. Wetterfeste Kleidung würde helfen. Was jetzt? Ich werde Sarah um einen neuen Zuschnitt bitten. Oh Mann. Ich hab keinen Hunger. Lass uns was essen, ja? Du kommst damit nicht länger durch.
Das bedeutet, du erzählst mir jetzt, warum ihr den Kutter geklaut habt. Du übernimmst jetzt Verantwortung. Wie ein Erwachsener. Und das fängt bei diesem Mittagessen an. Wir werden reden. Wir werden reden. Werden wir das mal? Thomas? Verantwortung. Reden. Wahrheit. Ist es das, was du willst? Du hast nicht mal einen Job, der echt ist. Was soll das heißen? Es wird sich doch nie was ändern. Thomas, es reicht. Mach die Tür auf, Mann. Wir reden jetzt. Also? Mich einfach im Gefängnis lassen sollen. Sag das nicht. Sag das nicht. Wo gehst du hin? Welchen Teil von du müsst dafür arbeiten, hast du nicht verstanden? Hier. Ja, mal sehen. Okay. Tschüss. Redest wohl nicht viel, was? Ist ja hier genau richtig. Hier an Bord wird eh nicht viel gequatscht. Komm mal hoch. Komm. Hier, übernimm das Steuer. Ich habe das noch nie gemacht. Hier gibt es nichts, was man rammen könnte, aber ansonsten ist der Spaß derselbe. Ich bringe hier die Netze aus. Einfach nur Kurs halten, ja? Ja, okay. Fein gemacht. Ich wollte doch... Ja, das Netz in die Schiffsschraube bringen. Das ist dir gelungen, du Genie.
Hier, das Holz für dein Schiffsbauprojekt. Was soll das alles? Sag mir die Wahrheit. Was meinst du? Ich mache gute Arbeit, habe ich gedacht. Ich verdiene gutes Geld, habe ich gedacht. Ich habe auf einem der abgeschliffenen Stühle meinen Stempel entdeckt. Du hast mir gesagt, du hättest alle Stühle verkauft. Warum ist dann einer wieder da? Abgeschliffen? Es sind alles dieselben Möbel. Marie, ich... Wir wollen dir doch nur helfen. Wer ist wir? Mein Freund William. Mein Schwager. Wir unterstützen dich doch. Marie! Geh weg! Was ist denn das? Meine Mutter hat das gezeichnet. Das gehört mir. Hm. Wenigstens einer weiß ihre Kunst zu schätzen. Scheiße. So ein Mist. Verfluchter Mist. Es tut mir leid. Was machen wir jetzt? Wir? Du machst überhaupt nichts mehr. 15 Meilen vor der Küste. Man darf uns gratulieren. Wir halten den Daumen aus und warten auf eine Mitfahrgelegenheit. Bessere Vorschläge sind willkommen, du Vollmatrose. West, richtig? Ja, 41 Nord, 71 West. Okay, bis dann. Ja, danke, tschüss. Luis wird rausfahren und uns reinschleppen. Warum ist das Bild so wichtig? Also ich finde, ich habe eine Antwort verdient, oder? Offenbar siehst du das anders. Wir haben sonst keine Bilder von uns. Sie hat alle zerstört. Deine Mutter? Warum? Mein Sohn Thomas ist nicht zu Hause. Natürlich kennt er die Kautionsauflagen. Ja, ja, geht in Ordnung, kein Problem. Scony? Entschuldigen Sie. Mein Sohn ist mit Daniel Swinton auf See wegen dieser 5000 Pfund Dorsch. Moment, ich verstehe nicht. Er soll sich bei der Polizei melden, wegen der Kaution, irgendeine Meldepflicht. Ah ja, die Meldepflicht. Thomas schafft das nicht. Moment. Auf See, sagten Sie? Außerhalb der 12-Meilen-Zone? Keine Ahnung, wo Dorsch gefangen wird. Ja, aber 12 Meilen, das ist Ausland, verstehen Sie? Das ist wieder ein Verstoß gegen das Gesetz. Mr. Scony, Sie kennen doch Gott und die Welt bei den Behörden. Nein, das ist kontraproduktiv. Das fliegt mir dann alles um die Ohren. Ich habe Sie noch nie um Hilfe gebeten. Das ist richtig.
Mehr als 2 Jahre sind Sie nicht mehr zu mir gekommen, da über die Hecke, und jetzt ist es zu spät. Ich bin Richter in der Strafsache gegen Ihren Sohn. Wir dürfen gar nicht miteinander reden. Das ist nicht legal. Also bitte, bitte gehen Sie. Ich habe gewusst, dass Sie mich fertig machen wollen. Was soll ich da jetzt tun? Wir sind auf dem Meer. Thomas muss sofort zurückkommen. Das kann dauern. Und zwar umso länger, je länger Sie mir hier im Weg rumstehen, Mrs. Franklin. Sie haben im Büro doch ein Funkgerät. Sie müssen versuchen, Mr. Swindon zu erreichen. Ich habe zu tun. Können Sie mich hören? Marie Franklin hier. Hallo? Wie kommen Sie an unser Funkgerät? Das ist ein Notfall. Hören Sie zu, Thomas muss sofort an Land. Er muss sich bei der Polizei melden. Wir haben nicht viel Zeit, bitte. Thomas muss zurück. Weißt du, wovon deine Mutter spricht? Behördenkram. Kautionsauflage. Puh, das fällt dir ja früh ein. Das muss warten, wir hängen fest. Wir sind uns selbst ins Netz gegangen. Anfängerfehler. Dann lassen Sie sich was einfallen. Ich will meinen Jungen. Ende und aus. Wow. Also, mal los. Wie ist es los? 2 Stunden, bis sie hier ist. 3 bis 4 Stunden mit Schleppnetz außenbord zurück. Dann ist der Tag um. Mein Termin auch. Wir könnten die Schraube hier und jetzt freischneiden. Allein schaffe ich das aber nicht. Wir müssen beide ins Wasser. Nein. Es geht um deine Kaution, deine Strafe, deinen Prozess, deine Zukunft, mein Freund. Es ist doch nur Wasser. Nein. Wir tauchen und wir regeln das. Ich gehe nicht ins Wasser. Was zum Teufel ist denn los mit dir? Sie sind ertrunken. Wer? Wir haben einen Ausflug gemacht mit unserem Segelboot. Ja, wer denn? Mein Dad Michael, meine Schwester Kira und ich. Meine Mom war dagegen, weil es zu windig war, aber ich wollte ja unbedingt raus. Dein Vater und deine Schwester sind ertrunken? Das Boot ist umgekippt. Ich bin irgendwie verrückt hinterhergeschwommen. Dad hat Kira gepackt und dann waren sie auf einmal weg. Deine Mutter hat die Erinnerungen an deine Familie beseitigt. Von Dad, von meiner Schwester, von allem. Jedes Bild, jedes Foto. Einfach weg. Und kein Wort über sie oder über die Zeit mit ihnen. Als hätte sie nie gegeben. Ich glaube, meine Mutter konnte sich nie richtig darüber freuen, dass ich überlebt habe. Ich gehe ins Wasser, ich schaue mir die Schraube an.
Ruf du Louise an und sag ihr, dass sie umkehren kann. Wir kriegen das schon hin. Ja? Was wollen Sie denn hier? Mein Gott, haben Sie uns erschreckt. Ich habe Sie so oft gewarnt, oder nicht? Ich habe Ihnen doch gesagt, es ist nicht korrekt, was Sie tun. Wir müssen uns doch um Sie kümmern. Wir können doch nicht nur zusehen. Sie haben ihr aber bisher nicht wirklich geholfen. Tja, und Sie? Sie zerren Thomas vor Gericht. Seien Sie froh, dass ich es bin. Es geht ihr wirklich furchtbar. Ich weiß. Sie hat einen großen Schmerz. Sie ist eine Witwe, die nicht trauern kann. 2,5 Jahre. Mein Bruder und das Kind sind jetzt schon 2,5 Jahre tot. Es wäre wirklich ein Wunder, wenn Marie noch zur Vernunft käme. Vielleicht sind Sie nicht der Richtige, um ihr zu helfen. Was soll das heißen? Fahren Sie wieder nach Hause. Bitte. Warum machen Sie das? Aber sonst ja nicht wegkommen. Nein, warum machen Sie das für mich? Sagen wir mal so, ich mach's für deine Mutter. Sie kapieren es nicht, oder? Meine Mutter interessiert sich nicht für mich. Sie will doch gar nicht hören, wie es mir wirklich geht. Unsinn, sie liebt dich. Immerhin hat sie sich wegen dir mit mir angelegt. Das passiert selten, glaub mir. Braucht das Messer? Ich hatte niemanden, der sich für mich eingesetzt hat. Meine Eltern haben mich ins Heim gesteckt, da war ich 7. Vielleicht ist man ohne Eltern ja besser dran. Eltern ist so ein Quatsch. Dann wurde ich von einer Pflegefamilie zur nächsten gereicht. Hab geklaut, gelogen, kam in den Knast. Da willst du nicht wieder hin, glaub mir. Ich geh runter. Du siehst es vielleicht noch nicht, aber deine Mutter tut, was sie kann. Eine gute 2, Frau Matrose. Danke gleichfalls, Captain. Was ist denn passiert? Wir hatten ein kleines technisches Problem, aber wir haben es gelöst. Wir müssen uns beeilen. Ich mach das allein. Du hast nicht viel Zeit. Danke, Mr. Swinton. Wenigstens redet er mit einem von uns. Haben Sie sich verletzt? Ach, das ist nur ein Kratzer. Und
Wie läuft's bei der Arbeit auf meinem Schiff? Ihre Wunde muss versorgt werden. Na, was sagen Sie? Sie werden es überleben. Nein, den Kratzer meine ich nicht. Ich meine hier mein Zuhause. Blick aufs Wasser. Sie sind Fischer. Sie fischen nach Komplimenten, Berufskrankheit. Mhm. Oh doch, ganz schön. Oh doch, war schon mal sehr gut. Die meisten sagen, oh, wie cool. Einzigartig. Sie arbeiten auf dem Wasser, Sie wohnen am Wasser. Da gibt es originellere Kombinationen. Sie sind wirklich nicht leicht zu beeindrucken. Aber Sie kennen ja noch nicht alle Seiten von mir. Da wäre ich mir nicht so sicher. Ich habe Ihre Strafakte gelesen. Von früher. Ach, Quatsch. Richter Scony hat sie mir wohl zugesteckt. Richter Scony? Ach ja, klar. Wer sonst? Komisch. Warum tut er das? Damit wir uns kennenlernen, schätze ich. Obwohl meine Vergangenheit nicht meine beste Seite ist. Ich bin trotzdem beeindruckt. Thomas redet mit Ihnen, mit mir nicht. Das war ein toller Moment vorhin. So habe ich ihn lange nicht gesehen. Danke. Hat Thomas dir eigentlich noch erzählt, wer alles mit an Bord war? Und wie es passiert ist? Ich habe ihn nicht danach gefragt. Warum nicht? Weil er es mir eh nicht gesagt hätte. Warum willst du das wissen? Der Anwalt sagt, davon hängt das Strafmaß oder sogar die Verurteilung ab. Dann rede mit ihm. Vielleicht ist es genau das, was er will. Ich rede mit meinem Sohn. Ich rede ständig mit ihm. Auch über seinen Vater, über seine kleine Schwester. Über den Tod. Marie, es geht mich zwar nichts an, aber... Ich muss jetzt gehen. Marie, ich dachte einfach, wir... Marie! Alles klar? Ja. Gott sei Dank. Warum geben Sie dir dann den Antrag und die ganzen Unterlagen wieder mit? Weil ich kein Stipendium bekomme, Mom. Was hast du gemacht? Nein! Was hast du gemacht? Du hast gelogen. Dass du krank warst? Ja und? Hauptsache... Ich lüge nicht. Ich werde gefragt und ich antworte. Ehrlich. Die Wahrheit, Mom. Ich wurde verhaftet.
Aber dein Stipendium. Bis zu einem Freispruch ausgesetzt. Dann hast du doch noch eine Chance. Das glaubst du doch wohl selbst nicht, oder? Du machst dir deine ganze Zukunft kaputt. Das habe ich nur falsch gemacht. Darum kann es doch gar nicht gehen. Eine einzige kleine verdammte Notlüge. Ich lüge nicht. Nie mehr. Ich sehe doch, was die Lügen aus uns gemacht haben. Bis jetzt hat das Ruder gehalten. Hätte ich nicht gedacht, dass du es hinkriegst. Kein Vertrauen? Doch, doch. Ist alles gut. Nichts ist gut. Der Prozess ist immerhin nächste Woche. Ich habe so Angst um Thomas. Und dann zeige es ihm. Das Schlimmste ist die Einsamkeit, wenn man in seinem Schmerz allein gelassen wird. Ich weiß, wovon ich rede. Glaub mir. Ich will zurück an Land. Lass uns fahren, bitte. Nein, diesmal läufst du nicht davon. Du hast Thomas allein gelassen. Du hast einfach für euch beide entschieden. Alles ausgelöscht. Nichts davon ist gewesen. Du hast keine Ahnung. Du weißt nicht, wovon du redest. Aber Thomas weiß, wovon er redet. Er hat mir alles erzählt. Was? Ja, ihm fehlen die Erinnerungen an seine Familie. Erinnerungen, die du euch beiden verbietest. Lass mich in Ruhe! Ich will zurück! Ah! Marie, was soll der Scheiß? Hol mich hier aus! Ich schaff das hier nicht! Marie! Okay, dann hau ab! Lass mich hier zurück und rede dir einfach ein, dass ich nicht existiere wie dein Mann und deine Tochter! Marie! Thomas glaubt, du gibst ihm die Schuld am Tod deiner Familie! Dein Sohn liebt dich! Gib mir ein Seil! Marie! Ich liebe dich auch. Entschuldigung. Kira. Mein kleines Mädchen. War gerade erst 7. Michael und ich, wir waren seit der Uni verheiratet. Wir waren gut zusammen. Wir waren so glücklich. Plötzlich waren sie weg. Einfach so. Das Meer hat sie mir genommen. Alles erinnert mich an sie. Ich will die Hecke nicht schneiden, weil Michael das immer gemacht hat. Ich kann Kiras Kinderzimmer nicht betreten, weil ich immer noch sehe, wie sie lacht und spielt. Ich kann nicht. Doch, du kannst. Doch, du kannst und du musst. Für dich und für Thomas. Das Meer, das mag dir deine Familie genommen haben, aber deine Familie lebt in dir weiter. Also in all deinen Erinnerungen. Schmeiß das nicht weg. Das Meer ist in dir, verstehst du? Sie so, Mom. Ich doch auch, Thomas.
Ich doch auch. Es tut mir so leid. Ich hätte das verhindern können. Nein, nein, Thomas. Dich trifft keine Schuld. Das war ein Unfall. Wir hätten viel früher drüber reden sollen. Ich hätte für dich da sein müssen. Mama, du musst das jetzt nicht machen. Doch, Thomas. Doch. Viel Arbeit. Schade drum. Wieso? Das Boot wird früher oder später untergehen. Danke für das Vertrauen. Mom, ich glaube, das war alles kein Unfall. Was meinst du damit? Ich weiß nicht, ich war einfach viel zu betrunken, als die mich auf der Party aufgegabelt haben. Aber das ging alles viel zu einfach. Die Tür war auf. Bootsschlüssel lagen griffbereit. Du meinst, jemand wollte, dass ihr nachts mit der Swinton 1 rausfahrt? Keine Ahnung. Daniel Swinton. Genau. Danke. Übrigens, Louise, es scheint, als hätte jemand vor ein paar Wochen die Versicherungssumme für die Swinton 1 erhöht. Für den Fall eines Totalschadens. Hast du eine Idee, wer das gewesen sein könnte? Nee. Da stellt sich doch die Frage. Vielleicht hat das ja was mit dem Diebstahl zu tun, ja? Und wie kamen die Diebe auf unser Gelände? Vielleicht hatten sie ja einen Schlüssel. Es gab keine Einbruchsspuren an der Tür. Mary Franklin ist doch auch so reingekommen. Ach, Louise. Also ich weiß nicht. Die Swinton 1 zu versenken, das wäre das Letzte, was ich tun würde. Ach, du hast doch schon ganz andere Sachen gemacht. Was wolltest du mir damit beweisen? Dass du es drauf hast? Dass du genauso abgebrüht sein kannst wie ich? Jetzt tu doch nicht so. Wir wissen doch beide, dass die Fangzahlen schon lange nicht mehr so sind, wie sie sein sollten. Ich dachte, ich würde dir helfen. Also, der alte Kahn wäre weg, die Versicherung hätte gezahlt. Luis, falls ich dich dazu verleitet haben sollte, das tut mir leid. Das wollte ich nicht. Ist mein Fehler. Aber das hättest du nicht tun sollen. Ich bring das in Ordnung, okay?
Du solltest jetzt deine Sachen packen. Ich bring das in Ordnung, versprochen. Pack deine Sachen, bitte. Ich frage mich, warum du die Kaution bezahlt hast. Damit Thomas den Mund hält oder weil du vielleicht doch ein Gewissen hast? Bitte? Wovon sprichst du? Die Versicherung nach oben, den Kahn nach unten. Ein einfacher Plan. Ja, offenbar ja nicht. Einmal Verbrecher, immer Verbrecher. Du hast uns in diese Lage gebracht. Mein Sohn ins Gefängnis und mich fast in den Wahnsinn vor Sorge. Marie, bitte. Es ist nicht so, wie du denkst. Ich werde den Versicherungsbetrug vor Gericht zur Sprache bringen. Ich werde das anzeigen. Überleg dir gut, was du tust. Sprich vorher mit deinem Anwalt. Wenn du das machst, dann hängt dein Junge auch noch in einem Betrugsversuch mit drin. Ist dir das klar? Drohst du mir jetzt? Du, das macht die ganze Sache noch viel schlimmer. Thomas wäre dann Mitglied einer Verschwörung. Das erhöht seine Strafe ganz gewaltig. So, und jetzt... Jetzt reden wir in Ruhe darüber, okay? Kein Wort rede ich mit dir. Nie wieder. Der Zeuge Swinton bitte in den Zeugenstand. Mein Gott, Sie haben gesagt, Swinton wird für ihn auch sagen, dass kein Schaden entstanden ist. Meine ganze Verteidigung baut doch darauf auf. Also, ich stelle fest, Ihr Zeuge ist nicht anwesend. Leider nein, Euer Ehren. Na endlich, Mr. Swinton. Verdammter Mist. Bitte. Wir warten auf Sie. Thomas Franklin war mit an Bord, in Flagranti erwischt. Da gibt's nichts zu diskutieren, er war mit dabei. Ja, aber es ist doch kein Schaden entstanden, oder? Doch, Euer Ehren, das Ruder wurde erheblich beschädigt und musste aufwendig repariert werden. Sie haben keine weiteren Fragen an den Zeugen. Darf ich dennoch etwas hinzufügen, Euer Ehren? Mr. Swinton, nicht nötig. Es ist nicht nötig. Ach, kommen Sie. Ich war oft genug vor Gericht. Ich weiß, wie das läuft. Also, entgegen anderer Beteiligter war Thomas Franklin offenkundig nicht eingeweiht in das Vorhaben. Welches Vorhaben? Die Versenkung der Swinton 1, Versicherungsbetrug. Das war die eigentliche Absicht der Fahrt. Wie bitte? Also stimmt das doch. Ja, die Versicherungssumme war wohl zu verlockend. Mr. Swinton, Sie wissen, dass Sie sich jetzt selbst belasten. Denn alles, was Sie hier aussagen, ist strafrechtlich relevant, jedes Detail. Ja, das ist mir klar. Also, der Versicherungsbetrug war Ihre Initiative, Ihr Plan. Nein, aber trotzdem irgendwie meine Schuld. Hören Sie, Thomas Franklin war der Einzige, der nichts von dem Betrug wusste. Er war der Einzige, der versucht hat, Schaden von dem Boot abzuwenden. Des Weiteren hat er mit seiner Arbeitskraft den Ausfall des Swinton 1 wieder ausgeglichen. Er hat seinen Fehler eingesehen. Also, wenn Sie mich fragen, müsste man so etwas belohnen, nicht bestrafen. Euer Ehren, ich übernehme die volle Verantwortung. Strafe davon kommen. Kannst du hell sehen? Das habe ich aus sicherer Quelle jenseits meines Gartenzauns. Ach, verstehe. Scony. Und sollten Sie dich doch vor dem Prozess noch einsperren? Ich kriege ja das Kautionsgeld von $10,000 zurück. Also, mach dir keine Sorgen. Thank you.
Zu dieser Sendereihe sind die DVDs im Handel und im ZDF-Onlineshop erhältlich. Verantwortung, Reden, Wahrheit. Ist es das, was du willst? Du hast nicht mal einen Job, der echt ist. Was soll das heißen? Es wird sich doch nie was ändern. Thomas, es reicht! Mach die Tür auf, Mann! Wir reden jetzt! Also? Und meine Fotos, wo sind die? Du hättest mich einfach im Gefängnis lassen sollen. Sag das nicht. Sag das nicht. Wo gehst du hin? Mit welchem Teil von du bist dafür arbeiten, hast du nicht verstanden? Hier. Ja, mal sehen. Okay. Tschüss. Redest wohl nicht viel, was? Ist ja hier genau richtig. Hier an Bord wird eh nicht viel gequatscht. Komm mal hoch. Komm. Hier, übernimmt das Steuer. Ich hab das noch nie gemacht. Hier gibt es nichts, was man rammen könnte, aber ansonsten ist der Spaß derselbe. Ich bringe hier die Netze aus. Einfach nur Kurs halten, ja? Ich wollte Toms erzählen, dass er ein Gespräch bei der Uni hat. Übermorgen. Wenn er das verpasst, wird er sein Stipendium verlieren. Können Sie das Geld für die Kaution denn bereitstellen? Dann sollten Sie ihm morgen eine Zahnbürste und Unterwäsche vorbeibringen.
Mist. Ausgerechnet jetzt, mitten in der Saison, wo wir jedes Boot brauchen. Das Ruderblatt ist hin. Muss irgendwo gegengekommen sein. Sag einem der Jungs, dass das in Ordnung gebracht werden muss. Ich komme auch 10.000. Ein guter Witz. Hey, Ihre Kamera! Sie sagen doch selbst, sie ist nichts wert. Sie fragt dich? Genau das ist das Problem deiner scheiß Idee, deiner Fürsorge. Ich bin jetzt ihre Freundin, natürlich fragt sie mich. Wir hätten das alles niemals anfangen dürfen. Sie ist meine Schwägerin, Sarah. Unsere Familie. Aber wir sind inzwischen auch fast pleite. Diese verdammte Malerei sollte sich selbst tragen. Hast du das schon vergessen? Ich habe nicht erwartet, dass wir unser Treffen wiederholen müssen. Hören Sie, ich repariere das. Ach ja? Wie wollen Sie das anstellen? Haben Sie irgendwelche Qualifikationen? Ich arbeite mit einer professionellen Tischlerei zusammen. Ich kann gut mit Holz. Außerdem bin ich Malerin. Malerin? Echt? Das ist Ihr Beruf? Wieso denn nicht? Also malen, das ist wie Rollschuhlaufen. Rollschuhlaufen, ist das ein Beruf? Sie müssen Ihre Anzeige zurückziehen, Mr. Swinton, bitte. Ich kriege meinen Jungen sonst nicht aus dem Gefängnis raus. Ja, vielleicht gehört er ja dahin. Ich repariere und mein Sohn heuert an. Thomas geht mit an Bord. Solange bis der Kahn... Machen Sie schon! Bleib doch stehen! Fahren Sie los! Fahren Sie! Fahren Sie! Fahren Sie! Fahren Sie! Fahren Sie! Ja, ich fahre. Marie! Gerichtsvollzieher, Gläubiger? Was macht denn Ihre Familie sonst noch so, außer Schiffe versenken? Bitte. Kein Wort mehr davon, ja?
Also ich muss schon sagen, mit Ihnen wird es wirklich nicht langweilig. Tut mir leid wegen vorhin, aber ich denke die ganze Zeit, warum machen die das? Warum verprügeln die Thomas? Das ist eine Art Begrüßung und ein Einordnen in der Hierarchie. Ja, ja, hinter Gittern, das ist eine ganz andere Welt. Woher wissen Sie das? Wissen viele. Das ist die Realität, jenseits der unbeschwert bunten Möbelmalerei. Immer wenn man versucht, es sie ein bisschen zu mögen. Sie haben ein Problem mit Menschen, Mr. Swinton. Oh, das aus Ihrem Mund nach der rasanten Flucht eben? Also am ersten Tag schon verprügelt? Kein gutes Zeichen. Sie sollten zusehen, dass Ihr Junge so schnell wie möglich da rauskommt. Das kann ich nicht. Ich habe diese 10.000 Dollar nicht. Thomas wird verurteilt werden. Er wird sein Stipendium verlieren. Alles fällt auseinander. Alles wegen dieser bescheuerten Bootstour. Was machen Sie da? Zehntausend. Das ist für die Kaution. Das Geld ist ja nicht weg. Erwarten Sie jetzt, dass ich mich bei Ihnen bedanke? Das wäre jetzt meine erste Vermutung. Sie wissen genau, dass ich das annehmen muss. Sie bringen mich mit Vergnügen in eine weitere Abhängigkeit. Aber trotzdem danke. Irgendwie. Na, nur irgendwie. Wie gesagt, mit Ihnen wird es nicht langweilig. Kommen Sie, ich fahre Sie nach Hause. Warum tun Sie das? Weil Sie zu Fuß mindestens 3 Tage brauchen würden. Nein, ich meine ich... Hören Sie, ich bekomme eine kostenlose Reparatur und einen kostenlosen Mann an Bord. Aua. Hat Thomas dir eigentlich noch erzählt, wer alles mit an Bord war? Und wie es passiert ist? Ich habe ihn nicht danach gefragt. Warum nicht? Weil er es mir eh nicht gesagt hätte. Warum willst du das wissen? Der Anwalt sagt, davon hängt das Strafmaß oder sogar die Verurteilung ab. Dann rede mit ihm. Vielleicht ist es genau das, was er will. Ich rede mit meinem Sohn. Ich rede ständig mit ihm. Auch über seinen Vater, über seine kleine Schwester, über den Tod. Marie, es geht mich zwar nichts an, aber... Ich muss jetzt gehen. Marie, ich dachte einfach, wir... Marie! Geben Sie dir dann den Antrag und die ganzen Unterlagen wieder mit? Weil ich kein Spendium bekomme, Mom. Was hast du gemacht? Nein, was hast du gemacht? Du hast gelogen. Dass du krank warst, ja und? Hauptsache... Ich lüge nicht. Ich werde gefragt und ich antworte. Ehrlich, die Wahrheit, Mom. Ich wurde verhaftet. Aber dein Stipendium... Bis zu einem Freispruch ausgesetzt. Dann hast du doch noch eine Chance. Das glaubst du doch wohl selbst nicht, oder? Du machst dir deine ganze Zukunft kaputt. Das habe ich nur falsch gemacht. Darum kann es doch gar nicht gehen. Eine einzige kleine verdammte Notlüge. Ich lüge nicht. Nie mehr. Ich sehe doch, was die Lügen aus uns gemacht haben.
Bis jetzt hat das Ruder gehalten. Ta-ta-ta-ta. Drück uns die Daumen. Es wäre wirklich ein Geschenk des Himmels. Scony. Sie stehen auf der falschen Seite. Das hört ein Mann mit Grundsätzen immer wieder. Von der Hecke. Auf der falschen Seite der Hecke. Das ist mir bewusst. Aber ich mach das eben. Ich erledige das schnell für Sie. Marie. Ich sag Ihnen mal was. Ich gehe bald in Pension. Und wissen Sie, ich habe mein ganzes Geld da in mein Haus gesteckt, ein Leben lang. Und heute ist es kaum was wert, weil es neben Ihrem Haus steht. Und weil Sie Ihr Haus und Grundstück verkommen lassen. Und das hört jetzt auf. Oh, das hört sich an wie eine Kriegserklärung. Ja, vielleicht ist es auch eine. Ja? Ja, ich bin die Mutter, ja? Bootsdiebstahl? Verhaftet? Ja, ich komme. Was ist denn los? Es ist was passiert. Jeffrey Moses, ich bin der Pflichtverteidiger Ihres Sohnes Thomas. Ich möchte mit meinem Sohn sprechen. Oh, aber Thomas möchte leider nicht mit Ihnen sprechen. Tut mir leid. Wie bitte? Ich will meinen Sohn sehen. Thomas! Los, weitergehen. Thomas! Sie können hier nicht durch. Nach rechts. Er ist kein Krimineller. Was hat er denn getan? Ich meine, was passiert denn jetzt? Morgen ist der Haftprüfungstermin. Ihr Sohn bleibt also mindestens bis dahin im Jugendarrest. Ich will genau wissen, was passiert ist. Ich würde sagen, Komasaufen in einer maritimen Variante, wenn Sie wissen, was ich meine. Setzen Sie sich. Ja, Thomas und einige andere Jugendliche stahlen ein Fischerboot und feierten dort die ganze Nacht. Die anderen machten sich morgens aus dem Staub. Er verpasste leider diese Chance. Ein Boot stehlen? Das passt nicht zu... Rechtssystem studiert. Ich theoretisch und Sie... Praktisch, wenn man so will, oder? Ist das so, ja? Also, ich komme wegen der Strafanzeige, mein Boot, wissen Sie? Na ja, Thomas Franklin von nebenan, ja, ist mein Fall. Von nebenan? Hm? Ich ziehe die Anzeige zurück. Die Sache hat sich erledigt. Da ich zweifellos unser Recht an der Uni besser studiert habe als Sie hinter Gittern, möchte ich anmerken, dass damit gar nichts erledigt ist, Mr. Swinton. Ach, kommen Sie. Machen wir es da nicht so kompliziert. Ich sage einfach, es ist kein Schaden entstanden. Ne? Und ich sage Ihnen, das Recht ist keine Menükarte, auf der man bestellen oder stornieren kann, je nach Geschmack. Als wären Rechtsbrüche Süßspeisen der Saison. Süßspeisen der Saison? Hier geht es um Offizialdelikte, um Straftaten. Ihre Anzeige spielt überhaupt keine Rolle mehr. Die Sache läuft, die Behörde ermittelt, Punkt. Tja, da kann man wohl nichts machen. Wann ist der Prozess? In 2 Wochen. So, ja. Eindeutige Anklagen sind immer sehr schnell vor Gericht. Okay. Wenn Sie dem Jungen allerdings helfen wollen, dann sagen Sie aus in dem Prozess. Denn einen Prozess wird es geben. Ich überleg's mir. Noch was, Mr. Swinton. Warum stehlen Unbekannte einen alten Kahn? Ein total wertloses Schiff. Was wollen Sie damit sagen? Niemand hat doch was davon, wenn so ein Schiff abhanden kommt. Nur der Eigentümer. Denn der ist ja versichert, oder?
Der Junge bleibt also in Haft? Vorerst ja, so will es das Gesetz. An das wir uns alle halten wollen, Mr. Swinton. Oder? Ja, Scooney hier. Ich habe wieder meine Aktenanforderung. Ja, so ähnlich. Name Swinton. Daniel. Er ist aber schon eine ganze Zeit her. Gut, danke. Gar nicht so schlimm aus, oder? Meinen Sie den Schaden oder das alberne Schauspiel mit dem Zollstock? Dein Vater und deine Schwester sind ertrunken? Das Boot ist umgekippt. Ich bin irgendwie verrückt hinterhergeschwommen. Der Takira. Der hat Kira gepackt und dann waren sie auf einmal weg. Deine Mutter hat die Erinnerungen an deine Familie beseitigt. Von Dad. Von meiner Schwester. Von allem. Jedes Foto. Einfach weg. Und kein Wort über sie oder über die Zeit mit ihm. Als hätte sie nie gegeben. Ich glaube, meine Mutter konnte sich nie richtig darüber freuen, dass ich überlebt habe. Ich gehe ins Wasser, ich schaue mir die Schraube an. Und du, Luise, an und sag ihr, dass sie umkehren kann. Wir kriegen das schon hin. Ja? Was wollen Sie denn hier? Mein Gott, haben Sie uns erschreckt? Ich habe Sie so oft gewarnt, oder nicht? Ich habe Ihnen doch gesagt, es ist nicht korrekt, was Sie tun. Wir müssen uns doch um Sie kümmern. Wir können doch nicht nur zusehen. Sie haben ihr aber bisher nicht wirklich geholfen. Tja, und Sie? Sie zerren Thomas vor Gericht. Seien Sie froh, dass ich es bin. Es geht ihr wirklich furchtbar. Ich weiß. Sie hat einen großen Schmerz. Sie ist eine Witwe, die nicht trauern kann. 2,5 Jahre. Mein Bruder und das Kind sind jetzt schon 2,5 Jahre tot. Es wäre wirklich ein Wunder, wenn Marie noch zur Vernunft käme. Vielleicht sind Sie nicht der Richtige, um ihr zu helfen. Was soll das heißen? Fahren Sie wieder nach Hause. Bitte. Ach ja? Ich mache die Buchhaltung für Daniel und ich weiß von einer Ausgabe in Höhe von $10,000 auf Ihren Namen. Deswegen boykottieren Sie mich. Wetterfeste Kleidung würde helfen. Was jetzt? Ich werde Sarah um einen neuen Zuschnitt bitten. Thank you.
ist fertig. Kommst du? Ich habe keinen Hunger. Lass uns was essen, ja? Du kommst damit nicht länger durch. Das bedeutet, du erzählst mir jetzt, warum ihr den Kutter geklaut habt. Du übernimmst jetzt Verantwortung. Wie ein Erwachsener. Und das fängt bei diesem Mittagessen an. Wir werden reden. Wir werden reden. Werden wir das mal? Thomas? Verantwortung. Reden. Wahrheit. Ist es das, was du willst? Du hast nicht mal einen Job, der echt ist. Was soll das heißen? Es wird sich doch nie was ändern. Thomas, es reicht. Mach die Tür auf, Mann. Wir reden jetzt. Also? Mich einfach im Gefängnis lassen sollen. Sag das nicht. Sag das nicht. Wo gehst du hin? Mit welchem Teil von du bist dafür arbeiten, hast du nicht verstanden? Er hat Kira gepackt und dann waren sie auf einmal weg. Deine Mutter hat die Erinnerungen an deine Familie beseitigt. Von Dad. Von meiner Schwester. Von allem. Jedes Bild, jedes Foto. Einfach weg. Und kein Wort über sie oder über die Zeit mit ihm. Als hätte sie nie gegeben. Ich glaube, meine Mutter konnte sich nie richtig darüber freuen, dass ich überlebt habe. Ich gehe ins Wasser, ich schaue mir die Schraube an. Und du, Luise, und sag ihr, dass sie umkehren kann. Wir kriegen das schon hin. Ja? Was wollen Sie denn hier? Mein Gott, haben Sie uns erschreckt. Ich habe Sie so oft gewarnt, oder nicht? Ich habe Ihnen doch gesagt, es ist nicht korrekt, was Sie tun. Wir müssen uns doch um Sie kümmern. Wir können doch nicht nur zusehen. Sie haben ihr aber bisher nicht wirklich geholfen. Tja, und Sie, Sie zerren Thomas vor Gericht. Seien Sie froh, dass ich es bin. Es geht ihr wirklich furchtbar. Ich weiß. Sie hat einen großen Schmerz. Sie ist eine Witwe, die nicht trauern kann. 2,5 Jahre. Mein Bruder und das Kind sind jetzt schon 2,5 Jahre tot. Es wäre wirklich ein Wunder, wenn Marie noch zur Vernunft käme. Vielleicht sind Sie nicht der Richtige, um ihr zu helfen. Was soll das heißen? Fahren Sie wieder nach Hause. Bitte. Warum machen Sie das? Aber sonst ja nicht wegkommen. Nein, warum machen Sie das für mich? Sagen wir mal so, ich mach's für deine Mutter. Sie kapieren es nicht, oder? Meine Mutter interessiert sich nicht für mich. Also, Mr. Swinton, welcher Kahn ist es? Kahn? Sie haben viele Boote. 7 Fischereifangschiffe, keine Boote. Dann macht es ja nichts, wenn eines dieser Fischereifangdinger mal kurz ausfällt, oder? Der Unterschied liegt bei 5.000 Pfund Dorsch am Tag.
Das verkraften Sie doch. Ich meine, 7 Boote, Mr. Swinton. Es ist einfach so. Wenn kein Schaden entstanden ist, wäre die Sache vor Gericht schnell. Es ist aber Schaden entstanden. Das Boot kommt aus dem Wasser, Fisch bleibt drin. Das verstehe ich, ja, aber... auch die Reparaturkosten, da kommt ganz schön was zusammen. Danke. Und ich bin stinksauer. Aber es geht darum, dass mein Junge nicht verurteilt wird. Mr. Swinton, bitte. Thomas hat die Chance auf ein Stipendium an der University of New York. Ich habe auch nicht studiert und ich lebe noch sogar ganz gut. Offensichtlich nicht, wenn Sie es nötig haben, deswegen so ein bisschen Fisch vor Gericht zu zerren. Hören Sie, ich bin bestohlen worden, ja? Ich habe den Schaden. Und jetzt soll ich plötzlich Rücksicht nehmen? Falsche Adresse. Haben Sie sich in Ihrer Jugend nie was geleistet? Ich habe noch nie ein Schiff geklaut und geschrottet. Und wenn, dann hätte ich dafür gerade gestanden. Stattdessen kreuzt Mutti hier auf und wird es schon richten. Vielleicht ist genau das das Problem. Ja, Sozialkritik. Ihnen wurde auch nie was geschenkt. So ja, etwa. Wenn Sie so wollen. Thomas sitzt im Gefängnis. Er kann nicht für sich sprechen. Ach, Ihr Thomas, der hat auch vorher nicht viel geredet. Ich habe ihn kennengelernt, Ihren Thomas, bei seiner Festnahme. Verstehe. Nein, das verstehen Sie nicht, Mrs. Franklin. Ihr Sohn hatte seine Chance gehabt. Was denn für eine Chance? Hätte er mir zum Beispiel angeboten, den Schaden wieder gut zu machen, indem er bei mir an Bord anheuert, dann wäre das was anderes. Das ist doch eine tolle Idee. Ja, meine Idee, nicht seine. Es hat sich erledigt. Vergessen Sie es. Und Sie lassen mich jetzt einfach hier so stehen? Ja, das tut mir wirklich leid, aber ich habe noch zu tun. Sie sicher auch. Müssen Sie Ihrem Söhnchen nicht die Windeln wechseln? Das waren nur die Quoten von heute Morgen. Die sind schon an Bord der Swinton 3. Wer ist denn das? Keine Ahnung. So gut wie verkauft. Kann ich schon irgendwas mitnehmen? Den Spiegel, die Kommode, den Sessel, ja, der Stuhl muss noch trocknen. Ach. Willst du einen Tee? Klar. Wo ist Thomas? Keine Ahnung, kommt und geht, wann er will. Weiß nicht, was schon wieder mit ihm los ist. Das lässt du ihm durchgehen? Je mehr ich rede, desto weniger kriege ich aus ihm raus. Vielleicht ist er nur so angespannt wegen des Stipendiums. Hat die Uni sich schon gemeldet? Ta-ta-ta-ta. Drück uns die Daumen. Es wäre wirklich ein Geschenk des Himmels. Scony. Sie stehen auf der falschen Seite. Das hört ein Mann mit Grundsätzen immer wieder. Von der Hecke. Auf der falschen Seite der Hecke. Das ist mir bewusst. Aber ich mach das eben. Ich erledige das. Schnell für Sie. Marie. Ich sag Ihnen mal was. Ich gehe bald in Pension. Und wissen Sie, ich habe mein ganzes Geld da in mein Haus gesteckt, ein Leben lang. Und heute ist es kaum was wert, weil es neben Ihrem Haus steht. Und weil Sie Ihr Haus und Grundstück verkommen lassen. Und das hört jetzt auf. Oh, das hört sich an wie eine Kriegserklärung. Ja, vielleicht ist es auch eine. Ja? Ja, ich bin die Mutter, ja? Bootsdiebstahl? Verhaftet? Ja, ich komme. Was ist denn los? Es ist was passiert. Ja.
Mrs. Franklin. Ah, hallo, Mrs. Franklin. Hallo. Jeffrey Moses, ich bin der Pflichtverteidiger Ihres Sohnes Thomas. Ich möchte mit meinem Sohn sprechen. Oh, aber Thomas möchte leider nicht mit Ihnen sprechen. Tut mir leid. Wie bitte? Sie sind Fischer. Sie fischen nach Komplimenten, Berufskrankheit? Mhm. Oh doch, ganz schön. Oh doch, war schon mal sehr gut. Die meisten sagen, oh, wie cool. Einzigartig. Sie arbeiten auf dem Wasser, Sie wohnen am Wasser. Da gibt es originellere Kombinationen. Sie sind wirklich nicht leicht zu beeindrucken. Aber Sie kennen ja noch nicht alle Seiten von mir. Da wäre ich mir nicht so sicher. Ich habe Ihre Strafakte gelesen. Von früher. Ach, Quatsch. Richter Scone hat sie mir wohl zugesteckt. Richter Scone? Ach ja, klar. Wer sonst? Komisch. Warum tut er das? Damit wir uns kennenlernen, schätze ich. Obwohl meine Vergangenheit nicht meine beste Seite ist. Ich bin trotzdem beeindruckt. Thomas redet mit Ihnen, mit mir nicht. Das war ein toller Moment vorhin. So habe ich ihn lange nicht gesehen. Danke. Hast du dir eigentlich noch erzählt, wer alles mit an Bord war? Und wie es passiert ist? Ich habe ihn nicht danach gefragt. Warum nicht? Weil er es mir eh nicht gesagt hätte. Warum willst du das wissen? Der Anwalt sagt, davon hängt das Strafmaß oder sogar die Verurteilung ab. Dann rede mit ihm. Vielleicht ist es genau das, was er will. Ich rede mit meinem Sohn. Ich rede ständig mit ihm. Was für ein Glück. Wenigstens redet er mit einem von uns. Haben Sie sich verletzt? Ach das? Ist nur ein Kratzer. Und? Wie läuft es bei der Arbeit auf meinem Schiff? Ihre Wunde muss versorgt werden. Na, was sagen Sie? Sie werden es überleben. Nein, den Kratzer meine ich nicht. Ich meine hier mein Zuhause. Blick aufs Wasser. Sie sind Fischer. Sie fischen nach Komplimenten, Berufskrankheit? Mhm. Oh doch, ganz schön. Oh doch, war schon mal sehr gut. Die meisten sagen, oh, wie cool. Einzigartig. Sie arbeiten auf dem Wasser, Sie wohnen am Wasser. Da gibt es originellere Kombinationen. Sie sind wirklich nicht leicht zu beeindrucken. Aber Sie kennen ja noch nicht alle Seiten von mir. Da wäre ich mir nicht so sicher. Ich habe Ihre Strafakte gelesen. Von früher. Ach, Quatsch. Richter Scone hat sie mir wohl zugesteckt. Richter Scone? Ach ja, klar. Wer sonst? Komisch. Warum tut er das? Damit wir uns kennenlernen, schätze ich. Obwohl meine Vergangenheit nicht meine beste Seite ist. Ich bin trotzdem beeindruckt. Thomas redet mit Ihnen, mit mir nicht. Das war ein toller Moment vorhin.
So habe ich ihn lange nicht gesehen. Danke. Hier, übernimmt das Steuer. Ich hab das noch nie gemacht. Hier gibt es nichts, was man rammen könnte, aber ansonsten ist der Spaß derselbe. Ich bringe hier die Netze aus. Einfach nur Kurs halten, ja? Ja, okay. Feinde machen. Ich wollte doch... Ja, das Netz in die Schiffsschraube bringen. Das ist dir gelungen, du Genie. Sarah! Hier, das war's für dein Schiffsbauprojekt. Was soll das alles? Sag mir die Wahrheit. Was meinst du? Ich mache gute Arbeit, habe ich gedacht. Ich verdiene gutes Geld, habe ich gedacht. Ich habe vor einem der abgeschliffenen Stühle meinen Stempel entdeckt. Du hast mir gesagt, du hättest alle Stühle verkauft. Warum ist dann einer wieder da? Abgeschliffen? Es sind alles dieselben Möbel. Marie, ich... Wir wollen dir doch nur helfen. Wer ist wir? Mein Freund William. Mein Schwager. Wir unterstützen dich doch. Marie! Geh weg! Mal raus. Mein Sohn Thomas. Er hätte früher hier sein müssen. Die Boote sind längst alle raus. Das hier ist ja keine Künstlerkolonie. Wie lange kennen Sie Mr. Swinton schon, Louise? 5 Jahre? Lassen Sie uns das doch klarstellen. Mr. Swinton gehört ganz Ihnen. Ich will mich hier nirgendwo einmischen. Ach ja? Ich mache die Buchhaltung für Daniel und ich weiß von einer Ausgabe in Höhe von $10.000 auf Ihren Namen. Deswegen boykottieren Sie mich. Wetterfeste Kleidung würde helfen. Was jetzt? Ich werde Sarah um einen neuen Zuschnitt bitten. Oh Mann.
Mittagessen ist fertig. Kommst du? Ich habe keinen Hunger. Lass uns was essen, ja? Du kommst damit nicht länger durch. Das bedeutet, du erzählst mir jetzt, warum ihr den Kutter geklaut habt. Du übernimmst jetzt Verantwortung. Wie ein Erwachsener. Und das fängt bei diesem Mittagessen an. Wir werden reden. Wir werden reden. Werden wir das mal? Thomas? Verantwortung. Reden. Wahrheit. Ist es das, was du willst? Du hast nicht mal einen Job, der echt ist. Was soll das heißen? Es wird sich doch nie was ändern. Thomas, es reicht. Mach die Tür auf, Mann. Wir reden jetzt. Also? Mich einfach im Gefängnis lassen sollen. Sag das nicht. Sag das nicht. Wo gehst du hin? Mit welchem Teil von du müsst dafür arbeiten, hast du nicht verstanden? Hören? Marie Franklin hier. Hallo? Wie kommen Sie an unser Funkgerät? Das ist ein Notfall. Hören Sie zu, Thomas muss sofort an Land. Er muss sich bei der Polizei melden. Wir haben nicht viel Zeit, bitte. Thomas muss zurück. Weißt du, wovon deine Mutter spricht? Behördenkram. Kautionsauflage. Puh, das fällt dir ja früh ein. Das muss warten, wir hängen fest. Wir sind uns selbst ins Netz gegangen. Anfängerfehler. Dann lassen Sie sich was einfallen. Ich will meinen Jungen. Ende und aus. Wow. Also, dann mal los. Wie ist es los? 2 Stunden, bis sie hier ist. 3 bis 4 Stunden mit Schleppnetz außenbord zurück. Dann ist der Tag um. Mein Termin auch. Wir könnten die Schraube hier und jetzt freischneiden. Allein schaffe ich das aber nicht. Wir müssen beide ins Wasser. Nein. Es geht um deine Kaution. Deine Strafe, deinen Prozess. Deine Zukunft, mein Freund. Es ist doch nur Wasser. Nein. Wir tauchen und wir regeln das. Ich gehe nicht ins Wasser. Was zum Teufel ist denn los mit dir? Sie sind ertrunken. Wer? Wir haben einen Ausflug gemacht mit unserem Segelboot. Ja, wer denn? Mein Dad Michael, meine Schwester Kira und ich. Meine Mom war dagegen, weil es zu windig war, aber ich wollte ja unbedingt raus. Dein Vater und deine Schwester sind ertrunken? Das Boot ist umgekippt. Ich bin irgendwie verrückt hinterhergeschwommen. Dad hat Kira gepackt und dann waren sie auf einmal weg. Deine Mutter hat die Erinnerungen an deine Familie beseitigt. Von Dad, von meiner Schwester, von allem. Kautionsauflage. Das fällt dir ja früh ein. Das muss warten, wir hängen fest. Wir sind uns selbst ins Netz gegangen. Anfängerfehler. Dann lassen Sie sich was einfallen. Ich will meinen Jungen. Ende und aus. Wow. Also, dann mal los. Wie ist es los? 2 Stunden, bis sie hier ist.
3 bis 4 Stunden mit Schleppnetz aus dem Bord zurück. Dann ist der Tag um. Mein Termin auch. Wir könnten die Schraube hier und jetzt freischneiden. Allein schaffe ich das aber nicht. Wir müssen beide ins Wasser. Nein. Es geht um deine Kaution, deine Strafe, deinen Prozess, deine Zukunft, mein Freund. Es ist doch nur Wasser. Nein. Wir tauchen und wir regeln das. Ich gehe nicht ins Wasser. Was zum Teufel ist denn los mit dir? Sie sind ertrunken. Wer? Wir haben einen Ausflug gemacht mit unserem Segelboot. Ja, wer denn? Mein Dad Michael, meine Schwester Kira und ich. Meine Mom war dagegen, weil es zu windig war, aber ich wollte ja unbedingt raus. Dein Vater und deine Schwester sind ertrunken? Das Boot ist umgekippt. Ich bin irgendwie verrückt hinterhergeschwommen. Dad hat Kira gepackt und dann waren sie auf einmal weg. Deine Mutter hat die Erinnerungen an deine Familie beseitigt. Von Dad. Und meiner Schwester. Von allem. Jedes Bild, jedes Foto. Einfach weg. Und kein Wort über sie oder über die Zeit mit ihnen. Als hätte sie nie gegeben. Ich glaube, meine Mutter konnte sich nie richtig darüber freuen, dass ich überlebt habe. Ich gehe ins Wasser, ich schaue mir die Schraube an. Und du, Luis, an und sag ihr, dass sie umkehren kann. Wir kriegen das schon hin. Ja? Ja? Nein, mein Sohn Thomas ist nicht zu Hause. Natürlich kennt er die Kautionsauflagen. Ja, geht in Ordnung, kein Problem. Mr. Scone? Mr. Scone? Entschuldigen Sie. Mein Sohn ist mit Daniel Swinton auf See wegen dieser 5000 Pfund Dorsch. Moment, ich verstehe nicht. Er soll sich bei der Polizei melden, wegen der Kaution, irgendeine Meldepflicht. Ah ja, die Meldepflicht. Thomas schafft das nicht. Moment. Auf See, sagten Sie? Außerhalb der 12-Meilen-Zone? Keine Ahnung, wo Dorsch gefangen wird. Ja, aber 12 Meilen, das ist Ausland, verstehen Sie? Das ist wieder ein Verstoß gegen das Gesetz. Mr. Scone, Sie kennen doch Gott und die Welt bei den Behörden. Nein, das ist kontraproduktiv. Das fliegt mir dann alles um die Ohren. Ich habe Sie noch nie um Hilfe gebeten. Das ist richtig. Mehr als 2 Jahre sind Sie nicht mehr zu mir gekommen, da über die Hecke, und jetzt ist es zu spät. Ich bin Richter in der Strafsache gegen Ihren Sohn. Wir dürfen gar nicht miteinander reden. Das ist nicht legal. Also bitte, bitte gehen Sie. Ich habe gewusst, dass Sie mich fertig machen wollen. So, und was soll ich da jetzt tun? Wir sind auf dem Meer. Thomas muss sofort zurückkommen. Das kann dauern. Und zwar umso länger, je länger Sie mir hier im Weg rumstehen, Mrs. Franklin. Sie haben im Büro doch ein Funkgerät. Sie müssen versuchen, Mr. Swinton zu erreichen. Ich habe zu tun.